Also, hallo, hier ist mal noch eine kleine Geschichte von einer Show von Stefan. Moment, jetzt mache ich erstmal hier mein Headset lauter, weil ich glaube, der Ton ist immer ein bisschen zu leise hier. Jetzt müsste es, glaube ich, ein bisschen besser gehen. Oder? Ja, doch. So, also, folgendermaßen. Er hat hier die Lampen angeordnet in einer gewissen Weise und ich habe vorgeschlagen, das per Gruppenlayout zu lösen, damit der Shape da wirklich sauber drüber läuft. Hier habe ich mich noch ein bisschen vertan. Ich weiß aber auch, woran das liegt, weil ich habe eine ungerade Zahl und davon die Hälfte dann invertiert. Das sieht natürlich grottig aus, weil da ist die eine Hälfte mehr als die andere. Also, wir machen Folgendes. Wir löschen erstmal hier die Playbacks raus, die ich hier gemacht habe. Den hier. Und den nächsten und den nächsten Delete und den hier. So. Als nächstes wählen wir uns mal die Latüchten aus, die wir haben und um die es uns geht. Das ist nämlich, das sind hier die Impression X1 und TMHs und der hier. Und es sind die hier. So, das sind alles zusammen 16 Lampen, wenn man es richtig zählt. Und daraus habe ich jetzt als erstes eine Gruppe gemacht. Doppelklick im Gruppenfenster. Und ich habe mir hier die Dinger schon mal ein bisschen angemacht. Nö, kann man auch mit Locate machen, dass sie angehen. Gut. Und den Dimmer können wir schon mal runterziehen hier auf deutlich weniger, weil die Beams, die sind halt schon schwer hell. Und Position ziehen wir die direkt vom Tilt her ein bisschen nach vorne. Irgendwie sowas hier. Und das habe ich mir als meinen ersten Ausgangs-Cue gebaut. Record und hierhin. Das ist schon mal die erste Geschichte. Als nächstes gehen wir mal ins Gruppenfenster. Das ist hier und machen davon das Layout. Edit Timescale geht das ja von der Gruppe und Edit Layout. Da haben wir was und das können wir jetzt machen. Brauchen wir den Visualizer nicht dafür, können wir uns also irgendwie hier hin kraxeln. Noch ein bisschen größer, war ich zu geizig. Sowas hier. Gut, also. Wir müssen jetzt gucken, welche Lampe wo ist, weil hier vorne ist wirklich die Front-Trasse, das Mittel-Trasse, das Back-Trasse. Ja, ups, das war jetzt Fehler von mir. Oh, natürlich völliger Bullshit. Clear. Und machen wir jetzt Folgendes. Das ist, müssen wir hier klicken. Welche Latüchte ist das hier? Das ist der. Das ist der andere. So, noch einmal Clear. Ich würde es wie folgt machen. Die 401, damit fangen wir hier an. Machen das direkt mal ein bisschen größer. Das ist die, können wir nachher korrigieren, das ist hinten der 301, 302 ist hinten. Das ist die 405, der ist hier. Hier müssen wir irgendwie die 305 haben. Der ist ja letzten Endes gleich auf mit dem hier. Die 306 ist eigentlich gleich auf mit dem, so habe ich es zumindest gesehen. Das kannst du natürlich alles korrigieren. Die 302 ist er hier. Die 301 ist er hier. Dann haben wir die 307. Den würde ich hierhin verorten. So habe ich es zumindest bei dir im Visualizer gesehen. Das kannst du natürlich alles anders korrigieren. Und jetzt kommt mal der Fehler, den ich vorhin gerade gemacht habe, dadurch, dass, oder andersrum, ich habe das hier direkt in der nächsten Reihe hier weitergemacht und damit hatte ich dann insgesamt eine ungerade Weite, was natürlich Bullshit ist. Also lassen wir jetzt zwei frei. Dann geht das hier weiter. Hier. Die 304 ist dann er hier. Die 403 müsste dann er hier sein. Dann die 406 ist er hier. Die 404 ist der hier. 308 kann man hier hin. Weil so habe ich es gesehen, dass eigentlich die Wackler in der vorderen Trasse ziemlich gleich auf mit denen in der mittleren Trasse hängen. Kann natürlich sein, dass das nicht ganz so richtig ist, aber so würde ich es bauen. Dann schieben wir das hier noch ein bisschen passend.
damit das mehr Sinn macht. So und so. So würde ich das jetzt das Gruppenlayout anfassen. Es haben jetzt insgesamt eine Breite von 1, 2, 3, 4, 5, 6 von 12 Kästchen. Das müssen wir uns merken. Machen die Gruppe einfach mal zu. Und jetzt würde ich Folgendes machen. Clear. Das ist ja von der Gruppe hier gewesen. Wählen also die Gruppe aus. Shapes-Effekte. Shape-Generator. Create. Circle. Also Pen-Tilt. Circle. Machen jetzt als erstes wieder die Größe ganz klein. Irgendwie sowas hier. 3-4% reicht uns dafür schon. So, jetzt können wir als Spread, wir hatten ja 12 Kästchen breit gemacht. Da machen wir jetzt Spread die Hälfte davon, 6. Und jetzt machen wir wieder die Geschichte, die ich vorhin gezeigt habe, nämlich die eine Hälfte markiert. Machen davon den Offset auf 180 Grad. Dann Direction und invertieren die. Und damit kommen wir eigentlich der Sache schon relativ gut nahe, finde ich jedenfalls. Also musst du natürlich wissen, was du wolltest. Jetzt müssen wir wieder die ganze Gruppe markieren und speichern, damit wir das für alle Dinge speichern. Record und dahin. Und clear. Und jetzt ziehen wir den mal hoch. Und gucken, was passiert. So in etwa habe ich dich verstanden. Musst du natürlich wissen, ob das so passt. Du hast einen anderen Weg gefunden. Du hast das für die drei Traversen einzeln gemacht und dann zusammengefasst. Das geht mindestens genauso gut, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schlauer. Aber das ist hier meine Lösung. Also viel Spaß und bin gespannt auf Feedback.